Hey Skatfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Rocket Schlag die Meerjungfrau. Das ist das kleine Nebenformat auf dem Weg zum großen Jackpot, denn darum geht es ja eigentlich. Gestern war wieder ein Monatsturnier, das heißt, fünf weitere Finalisten haben es geschafft, können sich über ihr Ticket freuen und werden im Januar 2019 um das ganz große Preisgeld kämpfen. Inzwischen schon über 45.000 Euro im Jackpot. Kurz vor Jahresmitte. Also wer noch nicht dabei ist und Interesse hat, kann jetzt langsam einmal einsteigen. Ich bin natürlich wieder dabei und werde mir diese Woche auch mal überlegen, ob ich wieder durchziehe oder ob ich es hier bei dem einen Turnierchen belasse. Gucken wir mal, ob ich nach der Liste noch motiviert bin. Also erstes Spiel hier, ein schöner Ansatz. Fünfmal Kreuz mit Ass, den König und zwei Buben in Vorhand, dazu eine blanke 10, also noch was zu drücken. Das macht sich ja erstmal gut an, will ich auf jeden Fall das Spiel haben. Mittelhand reizt bis 20, doch das war noch nicht alles. Jetzt greift auch noch Spieler 1 ins Geschehen ein. Und da wird mir jetzt natürlich schon ein bisschen Angst und Bange. Ich hatte mir aber am Anfang vorgenommen, so eine Karte, die kannst du hier einfach nicht laufen lassen. 48 zu halten, ja, das ist jetzt natürlich schon ein bisschen grenzwertig. Das weiß ich auch selber. Ich habe es aber getan und finde jetzt hier auch keinerlei Verstärkung. Pik, Lusche und Herz Dame, das ist natürlich eine Katastrophenfindung, kann man sagen, ist vielleicht auch nicht viel anderes zu erwarten bei der Reizung. Grang muss ich ja jetzt sowieso spielen, aber nach dieser Findung habe ich jetzt auch einfach den Buben ausgespielt. Man kann natürlich auch hier über die Flöte gehen, Kreuz Ass 10 von oben ziehen. Aber dann verlierst du zwangsläufig fünf Stiche und das kann dann einfach nicht reichen. Da hätte dann wenigstens noch ein Kreuz drin liegen müssen. Von daher, ich versuch's einfach. Alles auf eine Karte gesetzt, könnte man sagen. Aber wie gesagt, es geht nicht anders. Und die Reizung, ja gut, was soll der in Hinterhand mit 48 haben? Schon nicht unwahrscheinlich, dass er zwei Buben hat und vielleicht selbst den Grand gereizt hat. Aber Mittelhand hat auch noch 20 geboten. Und wie oft habe ich das bei solchen Formaten schon gesehen, dass da komische Hände hochgereizt werden, dann auch irgendwo abgebrochen werden. Also vielleicht hat auch Spieler 3 ja einen Buben und Spieler 1 hat in Hinterhand irgendwas ohne Dreien gereizt, Hand und dann doch keine Traute mehr, wo ich 48 halte. Also ich war noch einigermaßen optimistisch, dass das vielleicht doch hinhaut, dieses Experiment, doch das tut es nicht. Spieler 3 hat keinen Buben, das heißt, die Buben stehen zu zweit dagegen und jetzt brennt das Spiel hier natürlich lichterloh. Jetzt wird es natürlich sehr schwer, hier überhaupt aus dem Schneider zu kommen. Erst recht, wo jetzt hier schon die Kreuz-Dame wegfliegt. Und nun will ich in Karo-Bild nicht reinstechen, will jetzt hier noch so ein bisschen bluffen. Erstmal Kreuz-7 abtragen, damit suggerieren, dass das vielleicht meine schwache Farbe ist, aber auch Hinterhand haut jetzt ein Ass rein und jetzt muss ich das Pikvolle auch noch bedienen. Also ganz bescheidener Auftakt hier, beziehungsweise so schlimm ist es ja gar nicht, dann ist gleich eine klare Linie zu erkennen. Diese Liste kann ich hier schon nach dem ersten Spiel abhaken. Ja, kommt eben vor, ne? So, nun steche ich mal hier, sonst fliegt vielleicht sogar noch die blanke Kreuz-Lusche bei Spieler 1 weg. Nein, er hat sie gar nicht, dann habe ich hier wirklich einen stolzen Stich gemacht. Ja, 144, soweit so schön. Jetzt achtet mal auf die Textbox, auf die Chatbox, denn jetzt bekomme ich, als ob das ja nicht schlimm genug gewesen wäre, hier noch einen kleinen Spruch reingedrückt. Abreizer, nennt mich Spieler 1, und das finde ich natürlich insofern interessant, als er selber auch nur mit zwei Farben einen Grand gereizt hat. Karo Ass, 10 König, Kreuz Karo Bube und das Pik Ass. Das war sein Ansatz. Nun, vielleicht hätte er ihn sogar gewonnen, weil die Pik 10 blank stand und ich zweimal Karo mit bediene. Aber wenn ihr selber also nur ein Zwei-Farben-Grang in Hinterhand gereizt habt, dann ist es natürlich schon ein bisschen frech, dem Alleinspieler jetzt Abreizen vorzuwerfen, wenn der ein genauso schlechtes Spiel eben gereizt hat. So, nun Grang bei Spieler 3 in Vorhand. Scheint ein etwas besseres Spiel zu sein. Ja, so ist es. Hier kommt noch ein Abwurf und damit sind wir aus dem Schneider. Die Rang mit 3 gewonnen für Spieler 3. So, das seht ihr übrigens. Ich hatte mich schon noch ein bisschen darüber mokiert, über diesen
diese kleine Spitze, die ich da mitbekommen habe, und habe entsprechend auf der gleichen Art und Weise, auf die gleiche Art und Weise zurückgeschossen, habe allerdings dann keine Antwort mehr von Spieler 1 bekommen. Der wollte wohl einfach nur einmal seinen Frust loslassen. Ich sage jetzt hier 18, unter anderen Umständen, wenn ich noch im Rennen wäre, könnte ich mit zwei Buben und zwei Assen sicher überlegen, auch noch die Karte ein bisschen mehr zu kitzeln. Aber nach dem großen verlorenen Spiel sage ich mir auch, dann dürfen die Kollegen gerne vortragen, dann werde ich hier nicht über die Stränge reizen. Kreuz ist natürlich eine gute Wahl, wo ich nur drei Trümpfe habe. Herz direkt zurück ist ein bisschen fantasielos, da kann ich nicht viel mit bewegen, selbst wenn der Spieler noch bedienen muss und mein Partner die 10 etwa hat, oder vielleicht will mein Partner auch stechen, auch dann wäre es sicher eher gut für den Alleinspieler. Ich versuche erstmal noch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, also die Farbe zu wechseln, im Pik vielleicht auch meinem Partner was freizuspielen. Und nachdem auch das Ass beim Alleinspieler ist, bin ich doch ziemlich sicher, dass er nicht auch noch Karo hat. Und selbst bei diesem Trumpf, gleichmäßigen Trumpfstand, wenn es nur ein Fünftrümpfer ist, kann ich den Alleinspieler jetzt, indem ich ihn hier zum Stechen zwinge, noch vor eine etwas schwierigere Situation stellen. Er hat jetzt nämlich nun dann auch nur noch zwei Trümpfe und muss sich entscheiden, ob er auf Trumpf 1-1 geht. Und hier an der Herz 10 sehe ich jetzt schon, ja, die Vermutung war richtig, es ist nur ein Fünftrümpfer. Bei einem Sechstrümpfer hätte der Alleinspieler jetzt ganz sicher Trumpf weitergespielt. So beweist es quasi, dass er über die Dörfer geht, dass er hier noch eine Schwäche in Trumpf hat. Und hat er allerdings Pik Ass, 10 König und auch Herz Ass und 10 mit anderen Worten. Da nützt uns das nichts, dass mein Partner hier auch noch den Stich macht. Viertes Spiel. Vorhand, drei Buben, ein Ass. Verheißungsvoller Ansatz. Die 20er Reizung aus Mittelhand und dann geht's wieder hinten weiter mit Spieler 1. Das erinnert einen ja fast von der Reizung schon ans erste Spiel. Und ich muss jetzt sagen, nachdem ich ja so weit im Keller stehe, habe ich jetzt hier auch keine Lust, gegen drei Reizungen das nächste, sage ich mal, zu versuchen. Also sicher das jetzt hier dem geschuldet, dass ich so weit im Keller stehe und dass ich mir hier auch wirklich nicht gerne vorwerfen lasse, unfair zu reizen. Also darf gerne Spieler 1 dann sein Glück versuchen. Allerdings habe ich natürlich auch die Hand voll dagegen. Das muss er bei 24 auch wissen und bei zwei Reizungen. Schauen wir mal, ob sein Spiel gut genug ist. Herz hat er zumindest schon mal die Farbe getroffen, wo ich nur vier Trümpfe habe. Ja, und da ist es natürlich mal wieder, mein Partner haut sofort im dritten Stich trotz meiner Mitreizung die Pik 10 auf den Tisch. Also das ist so ein bisschen alles nichts oder. Und ein bisschen unnötig vielleicht in einem Spiel, was so wie dieses hier einzuschätzen ist. Jetzt fällt hier aber noch ein weiterer Trumpf von meinem Partner. Das heißt, jetzt habe ich Trumpfabzug. Zwei Trümpfe fehlen nur noch. Und zu meiner Überraschung bedient mein Partner hier sogar noch den Karo Buben mit. Das heißt, es ist nur ein Viertrümpfer. Und jetzt habe ich zwar die Trumpf 10 an Land, weiß neben den vier Trümpfen auch, dass das Pik Ass blank stand. Und entsprechend hat der Alleinspieler jetzt natürlich noch fünf andere unbekannte Karten. Da habe ich natürlich kein gutes Nachspiel, denn ziemlich sicher wird er natürlich auch noch in Karo mindestens zwei Karten haben. Also Karo kann ich ihm sehr leicht die 10 hochspielen. Bei Kreuz kann ich sie gegebenenfalls meinem Partner kaputt spielen. Andererseits habe ich mich jetzt hier nach reiflicher Überlegung trotzdem entschieden, lieber ins Kreuz zu greifen, denn mein Partner kann ja auch noch den Kreuzkönig zum Schutz haben. Doch so ist es nicht. Stattdessen ist das Kreuz Ass im Keller. Kreuz 10 und König wird hier rausgenommen. Jetzt machen wir zwar Rest, aber das wird uns nicht mehr reichen. Ansonsten hätte mein Partner nach Kreuz König gegebenenfalls selbst nochmal Pik spielen können. Ja, da ist der Viertrümpfer gewonnen worden. Durfte einstechen. Glücklich. Fünftes Spiel. Drei Asse, zwei Buben. Wieder reizen beide. Diesmal biete aber auch ich noch 24. Wird Besitzer und mit Herzbube diesmal ganz gut gefunden. Zum schönen Rang
Vorher war er noch ein bisschen wackelig, jetzt ist er mit 14 gedrückt, schon nach dem ersten Stich gewonnen, 27, noch drei Asse und den letzten Buben in der Hand. Also jetzt können wir noch so ein bisschen schauen, ob irgendwie ungewöhnlicherweise noch ein Schneider geht. 11, 21, ja, wird wohl nicht gehen, wenn hinten die Herz 10 fällt. Nein, das ist 31. Gut. Das wäre vielleicht dann auch des Guten etwas zu viel gewesen. Spiele jetzt hier noch unter durch, um es einfach auch abzukürzen. Der Schneider war sowieso nicht drin. So, auch mit diesem Blatt habe ich in Mittelhand kein Gebot, kann nichts erkennen. Allerdings ist die Gegenkarte durchaus stark, beziehungsweise kann unangenehm sein, wenn mein Partner noch ein bisschen was mitbringt. Zwei blanke Karten, zwei Viererlängen, also gleichmäßig verteilt, sind die Farben nicht. Kreuz ist Trumpf und dieser Stich macht jetzt natürlich sehr große Hoffnung. Mein Partner nimmt mit, hat auch noch ein bisschen mitgereizt. 14 Augen, ich hab noch drei volle zum Wimmeln. Das würde mich doch wundern, wenn wir dieses Spiel nicht irgendwie schlagen könnten. 25, mein Partner hat auch ein eigenes Ass. Er hat sogar die Pik 10, die allerdings hier gestochen wird. Und jetzt traue ich meinem Partner durchaus noch den Kreuzbuben zu, aber selbst wenn das so ist, dann ist es hier zu früh zu wimmeln. Da kann man einmal ganz getrost fallen lassen, eine Lusche, denn wenn mein Partner den Kreuzbuben nicht hat, wäre ein Voller sonst verbrannt. Und wenn er ihn hat, dann wird er in aller Regel nicht alle Trumpfstiche machen, dann kann er normalerweise auch noch einmal wegbleiben. Jetzt kommt der Kreuzbube hinterher, das heißt, es stellt sich also raus, dass der Alleinspieler doch etwas stärker ist, hat mit Kreuz Pik, Kreuz Herz Karo Bube mit dem Herz Buben eröffnet. Ein Zug, den ich ja nicht unbedingt empfehle, aber es wurde hier so gespielt. Es kann jetzt immer noch ein Sechstrümpfer sein oder auch ein Siebentrümpfer. Ein Sechstrümpfer ist eher das, was ich vermute. Und da kommt jetzt allerdings das Trumpf Ass. Das gucke ich mir da gerade auch noch mal kurz an. Eben fiel schon der König. Dann gibt es in Trumpf doch gar keinen weiteren Stich mehr, nur diesen Aufschlagstich mit 14 Augen. Und das ist jetzt hier der interessante Stich. Der Alleinspieler hat einen Siebentrümpfer, wie wir hier sehen. Mein Partner hat auch nur drei Trümpfe und er hat offenbar entweder die Übersicht über die Trümpfe verloren oder gibt uns freiwillig diese Information. Er zieht hier noch einen leeren Trumpfzug, mit dem wir das erkennen. Und das bedeutet, er hat neben den sieben Trümpfen hatte er ja schon die Piklusche. Er hat also nur noch zwei unbekannte Karten. Wir müssen jetzt also von 25 auf 60 kommen mit zwei Stichen. Und mein Partner wirft hier die Piklusche ab. Und das ist doch jetzt hier ein ganz interessanter Stich. Mit Karo Lusche, Ass König kommen wir auf 40 Augen. Und es gibt ja jetzt eigentlich nur noch eine einzige Verteilung, die logisch ist. Der Alleinspieler muss die Karo Lusche haben. Und mein Partner kann mir das Herz Ass schmieren. Das habe ich mir gedacht, denn in jeder anderen Situation, wenn mein Partner noch die Karo Lusche hätte, hätte er sie ja eben auf das Kreuz Ass abgetragen, nicht die Pik Lusche. Er kann also nur deswegen nicht den Karo König abgeworfen haben, weil er den schonen wollte. Der Karo König muss also blank gewesen sein. Soweit meine Überlegung, weswegen jetzt hier dann auch die Karo 10 kommt. Und dann, oh Schreck, es kommt die Karo Lusche von meinem Partner. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Warum hat er sie denn nicht auf Kreuz Ass abgeschmissen? Jetzt lässt der Alleinspieler seine Herzlusche fallen. Er hat die Herzlusche noch blank und gewinnt das Spiel. Das ist ja unglaublich gespielt von meinem Partner. Aber damit ist es ja noch nicht genug. Ich sage euch erneut, schaut mal bitte in die Sprüchebox. Da kommt das dicke Ende hinterher. Herz 10 bei 40 kann man mal spielen. Ja, mein Freund, hätte ich ganz sicher gespielt, wenn die Karo Lusche gekommen wäre, dann wäre dieser Zug zwingend. So allerdings war die Karo 10 zwingend. Das heißt, den hast du selber vermurmelt und ganz klassisch dann die Schuld erstmal zum Nebenmann geschoben. Ich befürchte sogar, dass das keine böse Absicht, sondern einfach fehlende Übersicht war.
Siebtes Spiel. Ich hätte 18 in Vorhand, aber ich sehe ja schon, dass ich hier nicht rankomme. Also lasse ich es dabei bewenden. Pik ist Trumpf. Könnte natürlich Herz, Ass oder 10 eröffnen, habe aber nur zwei volle, habe auch eine noch längere Farbe. Von daher bietet sich doch an, erstmal in Karo zu schauen, woher der Wind weht. Und damit haben wir gleich etwas fotografiert. Karo frei. Trumpf Ass hängt noch beim Partner, also ist wohl auch ein trumpfstarkes Spiel, sonst hätte mein Partner das Ass vielleicht noch nicht gegeben. Ich ziehe deswegen jetzt auf die blanke Karte um, damit ich hier mit meiner Trumpflusche was bewegen kann. Kriege allerdings in Kreuz nur eine Lusche gestochen. Und der Alleinspieler hat auch ein, zwei Farbenspiel, hat sieben Trümpfe und drei Kreuz. Das heißt, mehr als gut raus war hier nicht drin. Beziehungsweise waren es vier Kreuz und sechs. Auf jeden Fall waren es zwei Farben und wir konnten mehr als schneiderfrei nicht erreichen. Also es gefällt mir auf jeden Fall, dass hier nicht locker gelassen wird. Spieler 1 und Spieler 3, die sind im Infight. Ich schaue mir das Ganze von der Seitenlinie an. Bin mal gespannt, wer da am Ende den kürzeren zieht oder das längere Streichholz. Meine Karte jedenfalls ziemlich hoffnungslos. Jetzt wird hier ein Grang gespielt. Bube raus, erstmal ein Bild legen. Und jetzt kommt der Herzbube hinterher und da muss ich jetzt natürlich ein bisschen nachdenken. Also es war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass der Bubenabzug jetzt kommt. Und jetzt habe ich natürlich möglicherweise mit dem Herzkönig die Karo-Farbe signalisiert. Zumindest könnte mein Partner das so auffassen. Ist gar nicht immer so leicht. Wenn ich jetzt die Karo 10 wimmel, um dieses Missverständnis auszuräumen, dann könnte das wieder als doppelte Gegenfarbanzeige gewertet werden und das Kreuz Ass bei mir vermutet. Also ich lasse diese Spirenzchen jetzt, hau erstmal den Kreuzkönig rein und mein Partner hat tatsächlich selber ein Ass und macht erstmal sein eigenes Ding. Allerdings, jetzt hat Spieler 3 offenbar die Herz 10 im Keller und das bekommt ihm nicht gut. Jetzt kann ich natürlich auch mal die Karo 10 laden, damit mein Partner weiß, Kreuz ist es nicht, Karo ist es nicht und dann macht das auch richtig und trifft Pik. Dann konnte es ja nur noch das Pik Ass bei mir sein und unter diesen Umständen ist der Grang natürlich genauso baden gegangen wie mein erster Grang. Allerdings ist Spieler 3 immerhin aus dem Schneider gekommen. Damit klärt sich ja schon so ein bisschen das Bild. Wenn überhaupt, dann wird Spieler 1 hier noch zum Erfolg schwimmen. Braucht allerdings auch noch ein bisschen was. Ich bin es jedenfalls nicht. Ihr seht es, die Karte ist jetzt auch, gibt nichts mehr her. Von daher habe ich mir auch gar nichts vorzuwerfen, dass ich es am Anfang versucht habe. Das war in dem Fall wohl alles ganz richtig, um nicht zu sagen, egal. So, das dauert lange. Das macht Hoffnung. Spieler 3, ein 0 kommt da rausgepurzelt. Der wollte jetzt wohl auch nochmal versuchen, ob da was geht. Gut, bei dieser Eröffnung, Pik 8, 9, 7, kann ich ja direkt die 10 hinterher spielen. Ich habe auch keine andere überzeugenderen Argumente und schon ist auch dieses Spiel begraben. Spieler 3 kommt mir quasi mit großen Schritten entgegen. Das sind jetzt nur noch 106 Punkte Unterschied. Sollte ich hier nochmal mit einem blauen Auge aus meiner Seitenwette davonkommen. Spieler 1 ist auch mitteilungsbedürftig, kleines Fragezeichen, ist irritiert. Ja, warum lässt ihn denn der Spieler 3 nicht spielen mit so einer Murmel? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber jetzt darf Spieler 1 nochmal loslegen und wenn ihr meine Karte anschaut, dann würde ich sagen, da wird er wohl alles gewinnen. Und das hat er auch gesehen. Er hat einen Grang. Ich habe nun wirklich gar nichts. Und in so einem Fall darf ich dann auch mal einen Buben ausspielen. Der klärt vielleicht ein bisschen die Karte. Zumindest macht er nichts kaputt. Kann zwar sogar sein, dass mein Partner noch einen Buben mit hat, aber ich habe an sich nur Ratespielkarten. Da kann ich mit dem Buben in aller Regel am wenigsten kaputt machen.
Wert 7. Vermute ich jetzt, dass das natürlich die kurze Farbe von meinem Partner ist. So, Karo lässt er mich dran, geht den Schnitt, weil wir ja auch den Alleinspieler nicht übers Tempo schlagen können. Er hat noch zwei Buben, also wenn er die Karo 10 zu dritt hat, dann wird er sie sich hochspielen. Deswegen kläre ich gleich die Farbe, spiel Karo zurück, Abwurf, Pik Dame, und damit ist jetzt ja alles klar. Herz hat er auch nicht, dann wird Kreuz seine lange Farbe sein. Das Einzige, was hier an der Stelle jetzt mal wieder überrascht ist, warum hat mein Partner denn nicht auf den Bubenaufschlag die blanke Kreuz-Lusche fallen gelassen? Warum hat er denn Herz abgeschmissen aus seiner eigenen starken Farbe? Damit hat er mich doch wieder komplett auf eine andere Fährte geführt. Nicht, dass das in dem Spiel wichtig gewesen wäre, aber trotz alledem verstehe ich die Intention nicht. Wenn ein Herz-Bube beim Gang aufgespielt wird von meinem Partner und ich in Mittelhand eine blanke Lusche habe, dann fliegt die doch sofort da rein. Das war doch der einzige Zweck von dem Herzbuben. 11. Spiel. Kreuz von Spieler 3. Wenn wir ihn jetzt nicht erwischen, dann ist er doch wieder davon. Dann werde ich diese Partie komplett verlieren. Sieht aber nicht gut aus. Kreuz 10 von meinem Partner schon auf den Kreuzbuben. Es kann vielleicht noch bedeuten, dass er noch Trumpf Ass und Herzbube hat. Deswegen habe ich hier den Karo-Buben gezeigt, um gegebenenfalls den Trumpf vollen zu schützen. Das war nicht nötig. Wir haben mit dem Pik-Buben zwei Augen gemacht, also 6 Trümpfe. Jetzt kommt Karo-Lusche. Die sortiere ich für mich mal als blank ein. Wir haben 13 Augen, und wenn es der 6 Trümpfer ist mit Karo-König zu dritt, dann fehlt nur noch eine weitere Karte. Und deswegen kommt jetzt auch die Pik 10 von mir. Ich spiele nicht die Karo 10. Ich brauche beide Stiche. Mein Partner bietet jetzt hier ein Ass an. Das ist insofern auch in Ordnung, als wir sonst keine andere Übergabe haben. Und jetzt haben wir, denke ich, ganz gute Chancen. Noch die Herz 10 und ein Bild auf Karo 10, Dame und Lusche König beim Alleinspieler. Das ist der Plan. Aber mein Partner verliert hier schon die Nerven und wimmelt die Herz 10 auf Kreuz Dame. Damit sind wir natürlich raus. Das hätte er am Karo Buben im Aufschlagstich auch schon sehen können, dass ich jetzt hier wohl nicht noch den Herz Buben habe. Dann hätte ich das nicht angezeigt. Und hier kommt jetzt die nächste Überraschung. Karo König auch noch bei meinem Partner. Also er spielt im dritten Stich aus Lusche König die Lusche aus. Also sehr unkonventionell, sage ich mal. Von daher auch für mich alles schwer zu lesen, die Karte Pik 10. Unter den Umständen natürlich vielleicht immer noch richtig, aber auch gar nicht unbedingt sofort nötig, denn dann ist ja noch eine weitere Fehlkarte beim Spieler. Also der muss jetzt natürlich noch einen Pik in der Hand haben, wo er kein Herz hat und nur zwei Karos. Ja, machen wir den Königstich noch. 65 Augen. Ja, selbst dann hätten wir ja jetzt das Spiel geschlagen, wenn denn der mein Partner den Karo König auf den letzten Trumpf abgeschmissen hätte und für mich die Herz 10 reserviert. Also auch in dem Spiel wäre was gegangen. Bitter für mich, denn jetzt sind es fast 180 Punkte, sogar genau 180 Punkte, die ich noch aufholen muss auf Spieler 3. Immerhin bekomme ich jetzt hier noch, ja, wie sagt man denn, die Chance auf einen weiteren Ehrentreffer. Zumindest ein so guter Ansatz, dass ich hier nochmal bis 0 versuchen werde. Aber Spieler 3 ist auch sehr, sehr ballverliebt. Also der ist ja wirklich spiellustig. Obwohl er schon 2 verloren hat und auch nichts mehr werden kann, will er dieses Spiel noch machen. Das ist vielleicht natürlich meine Chance. Wenn es ein teures Spiel ist, wenn er das verliert, bekomme ich noch 40 von der Seite. Es sollte dann aber auch ein teures Spiel sein. Dann könnte ich ihn noch überholen. So, meine Trumpf 10 hängt hier ein bisschen, deswegen spiele ich nicht sofort Karo nach, sondern versuche erstmal die nächste Farbe zu öffnen, um in Pik jetzt im Rückschub was zu stechen. Das ist hier meine Idee, doch da gibt es entweder noch nichts zu stechen oder mein Partner möchte mir erst einen anderen Weg weisen. Er spielt Herz Lusche und da gehe ich jetzt ganz, ganz klein rauf. So, jetzt nimmt mein Partner mit und Herz Bube ist hoch. Das ist ganz schön. Und nun denke ich doch, nachdem auf Herz Doppellusche nicht abgeworfen wurde, wird der Spieler wohl einen Sechstrümpfer haben mit dem blanken Pik und Karo 10 König Dame. Von daher jetzt meine Chance, hoch vorzustechen.
Damit sind wir dann schon mal bei 54, meine ich. Und guck, da kommt auch der Unterstich. Und jetzt kann mein Partner noch, ja, er hat das Bild. Da haben wir 61. Das langt für uns. Also auch das war kein besonders gutes Spiel. Ganz so schlecht saß es gar nicht dagegen. Aber der eine Vorstich hat schon gereicht, um auch hier nochmal 61 zu bekommen. Kann sich Spieler 1 freuen, hat mit 480 ein sehr ordentliches Ergebnis. Ich komme dank der letzten 40 Punkte noch auf plus 24 in der Abrechnung, muss aber neidlos anerkennen, dass beide Spieler hier deutlich vor mir sind. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Meerjungfrau geschlagen. Hoffe, ihr habt im Turnierverlauf weiterhin gut Blatt und viel Freude. Das gilt natürlich auch für alle anderen, denen wünsche ich das auch. Bis bald, bis zum nächsten Video.